So, willkommen zurück zu Tomb Raider. So, in der letzten Folge waren wir auf der Endurance, haben das Werkzeug geholt und leider den guten Alex verloren. Kann man nichts machen. Ist halt leider so passiert. Und jetzt wollen wir zur Forschungsstation hinauf, weil wir ja dieses Rätsel um die Stürme erforschen wollen. Stellt sich die Frage, wo ist die? Ist das da oben oder was? Moment, dahinter zeigt es mir an. Also laufen wir einfach mal schnell hin. Oh, hier ist noch ein bisschen Bergungsgut. Gleich mal mitnehmen. Na? Nimm's doch. Hallo. So. Warte mal, da ist auch noch was. Das dürfte ich doch eigentlich. Genau, schön mit meinen Napalmpfeilen. Ohoho, Napalm. Hoi. Oh. Moment, das schaue ich mir jetzt nochmal schnell an. Wenn ich schon mal dabei bin. Das heißt dabei, aber hier ist gerade ein Lagerfeuer in der Nähe. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Da muss ich jetzt neue Modifizierungen haben für meinen Bogen. Ich hoffe mal, da ist irgendwas. Sportbogen! Waffe modifizieren. Compoundbogen zu Sportbogen. Oh, cool! Ey, ich hab doch erst einen neuen Bogen bekommen. Der eine hat mir doch erst einen gegeben. Ja, egal. Also, oh, explosive Pfeile. Diese Pfeile sind mit Granatenspitzen versehen, die beim Einschlag explodieren. Ja, das ist nicht schlecht. Also, ich weiß auf jeden Fall schon mal, auf was ich als nächstes sparen werde. Gegengewicht. Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision und erhöhen damit den Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Durchdringende Pfeile. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Oh shit, ich muss alles Bergungsgut mitnehmen, was ich finden kann. Das ist ja schon mal hier wieder verdammt geiler Scheiß. Also das sind wirklich mal Verbesserungen, wo ich mir denke, ja, die lohnen sich durchaus. Oh, was mir gerade noch einfällt. Da ist ja noch dieses... Okay, komm, das, ich mach das schnell. Nicht, dass ich das wieder vergesse oder so. Hier ist ja noch diese Grabkammer, die dürfte ich ja jetzt aufbekommen. Mit dem Steigklemmenantrieb oder Trieb oder wie auch immer. Genau. Dann gucken wir mal schnell, das ist auch so eine Art Bunkeranlage. Oh, was ist jetzt los? Na super, jetzt hat sich mein Spiel aufgehängt. Mitten als ich durch die Tür bin. Ja gut, dann muss ich hier erstmal einen Cut machen. Bis gleich. So, ja, hier bin ich wieder. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Hier an dieser Tür hat sich's aufgehängt. Ich bin jetzt schon mal im Voraus durch, nicht, dass ich das gleiche Dilemma jetzt wieder habe. Aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Aber egal, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Erstmal schön in die Grabkammer rein. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Zum Glück hat das gerade schön vor der Grabkammer gespeichert. Das heißt, ich musste nicht viel nochmal spielen. Eigentlich gar nichts, ich musste einfach nur reinlaufen. Das war eigentlich ziemlich praktisch. Aha. Oha, oha, oha. Tempel der Dienstmädchen, optionales Grab. Hoi. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Okay. Naja, sind Gräber eigentlich meistens irgendwie. Nee, Quatsch. Orte der Anbetung vielleicht nicht, aber. Ah, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja. Wo muss ich denn hin? Ich will ja wieder zu der schönen Kiste hier kommen. Jetzt erstmal gucken. Müssen wir uns mal ein bisschen umschauen erst. Okay, da komme ich nicht so nicht rüber. Das sehe ich schon. Was machen die hier? Ja, das wird mich allerdings auch interessieren. Eine Art
Fischerei. Oh. Ja gut, irgendwas müssen die auch essen. Wenn es brutale Mörder sind. Okay. Ich sehe zum Aufnehmen. Achso, das waren noch Pfeile. So, was macht das denn? Okay. Ah, ich verstehe. Und dann läuft das wieder da hinten rum und kommt wieder hierher zurück. Genau. Alles klar. Und von da oben müsste ich dann eventuell mit meinem Bogen dahin schießen können. Das könnte funktionieren. So, dann warten wir noch schnell, bis das Ding wieder da ist. So. Und dann kurbel ich diese Überbrückung hier, also diese Brücke nochmal hoch. So, und jetzt kommt es wieder ein bisschen auf Timing an. Genau. Warte mal, muss ich jetzt warten, bis das Ding hier durch ist? Nee, halt! Oh. Okay, so funktioniert das anscheinend nicht. Ich glaube, ich muss das doch schnell genug machen, damit das Ding hier auch noch auf die eine Stange einen Effekt hat. Ich glaube, da ist nochmal so eine dran. Das heißt, ich muss erst da hoch und dann gleich den Pfeil abfeuern. Genau so. Ah, there you go. Okay, damit dürfte es eigentlich wahrscheinlich schon fast haben. Ich lag an Sie hier Nahrungsmittel. In der Gruft. Mh, lecker. Ja, aber das Rätsel war jetzt gar nicht mal so schwer. Grabdurchsuch, Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Mal ganz ehrlich. So viele Gräber, wie wir hier schon ausgenommen haben, die müsste die Taschen doch gerammelt voll haben, ey. Also, die müsste ja schon mindestens, keine Ahnung, mit Gold schätzen, 5 Kilo oder so, bestimmt. So, dann schauen wir, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, toll. Komm ich da schon hoch? Ah ja, hier an der Seite, glaube ich. Ja, da funktioniert das. Schön die Fackel angezündet. Karte aktualisiert, drücken Sie Tabulator, um Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Ah ja, stimmt. Jetzt waren wir wieder in dem Grab drin, das heißt, mal gucken. Da ist noch ein Geocache, aber das wusste ich, glaube ich, schon vorher, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den habe ich schon mal gesucht. So, klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf. Gut, die ist irgendwo... Da hinten muss ich hin. Alles klärchen. Oh, guck mal, hier steht ein alter Panzer. Was ist das denn für ein Modell? Sieht mir japanisch aus. Ne, Quatsch, sieht mir eigentlich... Ja doch, japanisch.
Ich möchte mit diesem Panzer fahren. Jetzt. Aber ich glaube, so richtig funktionstüchtig ist der nicht mehr. Gut, spiele ich halt nachher eine Runde WOT. Dann kann ich auch Panzer fahren. So, dann muss ich wahrscheinlich hier irgendwie rein. Oh, ich dachte gerade schon, das funktioniert nicht. Aber tut's doch. Hoi, was war das? Drücken Sie mehrmals E zum Aufstemmen. Wow. Klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf. Super. Ja. Ja. Ah, warte mal. Boah, das habe ich jetzt gerade fast gar nicht gesehen. Das ist ziemlich... verschmilzt an der Stelle so ein bisschen mit dem normalen Felsen. Betreten Sie die Forschungsbasis. Okay. Das ist hier gerade noch der Aufzug gewesen. Ja. Voll. Achso, das sind Granaten. Ups, ich dachte gerade, das ist Bergungsgut. Die Forschungsbasis ist da oben. Okay. Moment, da muss ich glaube ich näher daran. Ach so, darüber geht's nicht, ne? Da könnte ich ein Stück vom Weg abkürzen, ne? Ja. Könnte ich mir ja diesen einen Sprung hier sparen. Wow. Ist ja auch ein bisschen. Was war das denn? Was? Was war das denn bitte? Ey, die hat angehalten. Also, die ist nicht mehr weitergelaufen. Oh, guck mal, eine Kiste. Beziehungsweise, was heißt gelaufen, geklettert. Und dann dachte ich mir, ja, springe ich doch mal. Obwohl mir das doch ein bisschen weit noch vorkam. Oh, wir haben schon wieder 431 Bergungsgut. Ja gut, dann probieren wir das halt nochmal. Aber ich würde sagen, das probieren wir einfach in der nächsten Folge nochmal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Tomb Raider. Bis dann. Tschüss.